2 läuft. Ruhe bitte, Action! Na, warte, ich muss ja noch nicht Kamera. Ja. Kamera 3. So. Ihr nehmt das nicht ernst. Bockbier Folge 1, Take 1. Take 1. Wo ist der Camboy in Canverse? Ja, wollten wir nicht eigentlich auf Prost geht's los, aber egal. Genau, das ist ein bisschen. Prost. So, das heißt unsere erste Bockbier-Folge. Ja, Bockbier. Erklär doch vielleicht mal, wie wir drauf kamen. Naja, irgendwie hatten wir ja die Idee, oder ich glaube, du hattest die Idee, dass wir so ein bisschen so einen Schlüsselloch im Whiteland reinmachen. Und dass wir einfach so ein bisschen erzählen, was wir hier bei Whiteland so den ganzen Tag tun. Und da war es mal echt eine gute Idee, dabei ein Bierchen zu trinken. Und da jedes Bier passend zum Motorrad ist, habe ich ein rotes Bier und du hast ein blaues Bier. Wir haben es dann gestern einfach mal Bockbier genannt, ne? Ja, und das ist die erste Folge. Ja, wir wollen uns über die Winger unterhalten, eigentlich hauptsächlich heute. Ne? Ja. Weil wir sind jetzt schon bei Louis in den digitalen Ladenregalen zumindest. Aktuell ist es ja ein bisschen schwierig, da lokal einzukaufen. Mhm. Schmeckt nicht. Das schmeckt fantastisch. Ich muss aufpassen, dass ich das Punkt mir gleich leer trinke. Also, nee, wir sind bei Louis im Online-Shop und haben jetzt schon ganz viele Zuschriften bekommen, irgendwie, dass die Leute begeistert sind vom Wingman. Ja. Was wir aber auch ganz oft bekommen, sind so Fragen. Was ist das Ding eigentlich und was kann das und was macht das? Und deswegen wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Was hatte ich denn, oder ich würde mal so anfangen, was hast du dir eigentlich bei diesem Wingman-Ding gedacht? Das wüsste ich auch manchmal ganz gerne. Ich sitze ja hier so ein bisschen auf so ein Moped, was so ein bisschen durchs Gelände düst. Und ich fahre seitdem ich so 20 bin, gerne mit dem Moped durch die Wüste, gerne auch wettbewerbsmäßig. Und das war halt damals noch ganz, ganz rudimentär irgendwie, mit du hast einen Kompass dabei, hast Papier dabei. Es gab verrückte Menschen, die hatten ein Satellitentelefon. Ja, also das heißt, sie wollten irgendwie kommunizieren, aber keine wusste, wo er ist. Und schon damals war das so der Gedanke, warum trackt man das nicht, warum guckt man nicht, wie man fährt, wie kann man sich eigentlich verbessern, wie kann man das ganze Ding eigentlich ein bisschen safer, aber auch cooler machen. Und da ich das jetzt dieses Jahr auch wieder gemacht habe, Technik entwickelt sich natürlich weiter, aber das ist natürlich genau mein Ding, Motorradfahren, sich verbessern, tracken, tracen, Spaß haben, aber auch noch sicherer unterwegs sein. Und so ist das ganze Wingman-Ding halt entstanden. Cool, und jetzt seit Ende letzten Jahres, wäre jetzt schon gar nicht so lange her, ja. Haben wir auch schon ein paar Stück verkauft. Ja. Zeig dir mal, was du hast. Ja, ich habe jetzt, selbstverständlich habe ich hier das vorbereitet. Ich habe hier natürlich so ein Wingman in der Tasche. Und das, was du halt gesagt hast, warum, was habt ihr da so gemacht oder so, das ist so. Vor allem, Stefan, warum so ein komplizierter Weg? Warum nicht irgendwie so einen billigen GPS-Tracker? Irgendwie was Billiges, was du im Internet für 20, 30 Euro kaufen kannst? Das Blöde, man nennt die Jungs ja so ein bisschen Petrolheads oder so. Also ich mag schon irgendwie Motorräder oder Autos und bin aber auch so irgendwie so ein Nerdy, so ein bisschen so ein Tech-Nerdy. Das heißt, ich mag auch ganz gerne Computer und Daten und so. Also passt alles irgendwie zusammen. Und auch schon aus dem Auto kennt man diese OBD-Dongles, die man irgendwie reinstecken kann. Da kannst du so dein Fahrverhalten tracken, da siehst du, wie viel du verbrauchst und so weiter. Da dachte ich, das wäre doch eigentlich eine ganz geile Kiste, wenn wir das auch fürs Moped machen. Mhm. Genau deswegen haben wir halt den Wingman gemacht. Und der Wingman ist halt eigentlich ein Smartphone ohne Display. Also es ist ein kompletter Linux-Computer. Mit unheimlich guten Antennen, mit unheimlich guten Sensoren, mit einer eigenen Batterie drin, der läuft auch 3 Stunden. Und ich schließe halt nicht nur an die Batterie an, du kannst halt auch an CAN-Bus anschließen. Und der CAN-Bus, der erzählt dir ganz viel über dein Motorrad. Der erzählt dir, wie viel Sprit ist da drin, was du brauchst, und wie geht es dem Motor, hast du irgendwelche Zündaussetzer, ist ein Fehler in der Elektronik, du kannst teilweise Reifendruck auslesen, solche Sachen. Und dachte mir, eigentlich wollen wir genau diesen Komfort, diesen Mehrwert, den Autos heute schon haben, genauso im Motorrad darstellen. Das heißt, du kriegst mit dem Wingman eben nicht nur irgendwelche blöden GPS-Daten, sondern du kriegst auch richtig geile Daten aus dem Moped raus. Also
Also das heißt, ich mache mit dem Wingman erstmal so grob gesagt wahrscheinlich, ich vernetze mein Motorrad einfach. Also genau. Ich mache das digital zugänglich, die Informationen mit meinem Motorrad. Richtig, also wir haben immer so ein hochtrabendes Wort, wir demokratisieren die Daten, damit also jeder Zugriff hat. Mhm. Natürlich ein bisschen geschwollenes Wort, aber die Idee ist schon quasi, der Hersteller kapselt das jetzt auch so ein bisschen ein und unsere Idee war immer, nee, wir machen diese Daten zugänglich und wir fangen jetzt quasi mit dem Wingman an, stückweise diese Daten für jeden Motorradfahrer zur Verfügung zu stellen. Aber, und zwar auch wichtig, weil du sitzt jetzt zum Beispiel auf meiner geliebten XLR, auf meinem Mutterschiff. Mhm. Das ist noch Baujahr 2006, das ist noch ein Vergaser, der hat noch eine Batterie und dann läuft der. Also das ist noch nichts mit Motorsteuerung. Die hat schon den ganzen Einspritzer, ECU-Krempel und die kann das alles. Also du kannst den Wingman in mein altes Moped stecken, kannst damit durch die Gegend fahren, kannst auch ein paar Sensoren nachrüsten und dann bist du eigentlich genauso modern wie auf der unterwegs, natürlich nicht mit Motorsteuerung. Mhm. Wenn du aber ein modernes Moped hast, dann schließt du den Wingman noch zusätzlich an den Campus an. Und dann gibt es so richtig viele Daten raus. Und das werden wir stückweise jetzt im Laufe des Sommers freischalten. Okay. Und jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, dass wir da irgendwie einzelne Daten von unserem Motorrad ausgespielt kriegen. Und jetzt ist aber wahrscheinlich nicht jeder Motorradfahrer irgendwie so affin oder so datenaffin oder auch technikaffin, dass er unbedingt erinnert oder dass er unbedingt wissen möchte, welche Drehzahlen die Performance vom Motor ist. Aber wir schaffen es ja auch mit diesen Daten nochmal so ein paar andere Nutzen für Fahrer zu bieten. Also genau, das eine ist natürlich für die extremen Technikaffinen, die später mal eine vollständige Fahrzeugdiagnose zu machen, um solche Fehler zurückzusetzen. Die einfachen Sachen sind tatsächlich sowas, ich sag mal so, wie viel Sprit ist noch drin und deine Route, die du auf dem Handy angezeigt bekommst, dir passend dazu die nächste, vielleicht günstigste Tankstelle anzubieten. Ne? Also, Tank ist noch halb voll, 100 Kilometer kommt eine Tankstelle, die wäre auf der Weg liegt, mit 2 Kilometer Umweg, dann wäre das sowas, was wir dann integrieren können. Das heißt, wenn wir dein Tankfischer wissen, das heißt, wir werden ganz einfache Use Cases umsetzen, die für nicht technikaffinen, aber schon diese Mehrwerte aus dem Motorrad rausgibt. Und die so richtig Bock haben, die können so richtig einsteigen. Da wir so eine offene Schnittstelle auch noch haben, können Dritte auch noch eigene Anwendungen schreiben. Das heißt, wenn die eben eine Tuning-App schreiben wollen für ihr Moped, ist ja der Moped. Cool. Und jetzt versuche ich das so ein bisschen aus der Nase zu ziehen, aber wir haben da ja auch noch irgendwie so zwei ganz besondere Use Cases. Achso, beim Wingman. Ja, das tatsächlich, da ist der Wingman tatsächlich egal, ob er am Canvas ist oder nicht am Canvas ist. Mhm. Der Wingman muss nur an die Batterie angeschlossen sein und fest im Motorrad verbaut sein. Am besten an die Zündungsklemme, weil er halt permanent ein bisschen Strom zieht. Der Unfallmelder, mhm, der auslöst, wenn der Wingman den Unfall entdeckt. Dazu muss er aber an die Batterie angeschlossen sein und dann schickt er über das integrierte LTE-Modul eine Nachricht an die nächste Rettungszentrale. Oder der Diebstahlmelder, das heißt, wenn du das aktiv schaltest auf dem Handy und irgendjemand fasst dein Moped an, es erkennt eine Bewegung, dann kriegst du eine Nachricht auf deinem Handy, dann kannst du gucken, ist alles in Ordnung mit der Moped, du guckst zum Fenster raus und weiß nicht, vielleicht spielt er einfach nur einen Ball abbekommen. Oder tatsächlich hat jemand Bock auf den Motorrad und schiebt das gerade in Anhänger. Dann kannst du zumindest den Motorrad noch verfolgen. Ja, das ist, also diesen Diebstahlschutz, das verstehe ich. Da wird es wahrscheinlich irgendwie so einen verbauten Bewegungssensor geben und wenn der irgendwie auslöst, dann weiß der Wingman Bescheid. Wie erkennt der Wingman einen Unfall? Also erstmal. Das ist ja Bockbier zwischendurch, ne? Also, deswegen, wir fahren auch nicht, ne? Das ist auch wichtig. Und Drink and Drive, das Drink and Sit oder sowas. Also wir haben quasi dieselben Sensoren, die auch quasi die Bewegung entdecken. Wir haben ein Gyro drin, wir haben einen Bewegungssensor drin, einen Magnetometer. Das ist so ein sogenannter 9-Achsen-Gyro, der quasi 3-Achsen ACC, bla bla bla, der diese Bewegung erkennt. Und wir haben so ein Unfallerkennungsmuster drauf. Das heißt, wenn der einen Einschlag oder eine besondere Schräglage erkennt, dann löst er ein Unfallmeldesignal aus. Das heißt, er schickt was in die Cloud und er schickt eine SMS, weil wir haben ja leider keine hundertprozentige Netzabdeckung in Deutschland. Das heißt, wenn gar kein Netz ist, gibt es auch keine Unfallmeldung.
Also mindestens eine SMS kriegst du zu 99% überall raus. Das heißt, wir schicken diese Nachricht raus, die kommt beim Server an, der dekodiert die und leitet die dann an diese Rettungszentrale weiter. Solltest du dein Handy dabei haben, musst du nicht, aber solltest du dein Handy dabei haben, dann wird dein Handy dir anzeigen, dass dein E-Call ausgelöst ist. Wenn dir nichts passiert ist, kannst du es abbrechen. Wenn dir was passiert ist, lass es laufen, weil dann versucht dich noch die Rettungszentrale parallel telefonisch zu erreichen, um irgendwie zu gucken, ob du noch ansprechbar bist. Wenn du nicht ansprechbar bist und der E-Call läuft, dann schicken die an die letzte Position von dem doppelten Rettungswagen und die helfen dir dann. Cool. Und das westeuropaweit. Also wir haben jetzt nicht nur Deutschland drin, sondern wir haben Benelux, Frankreich, Italien, Schweiz, Österreich, Spanien, Portugal, auch Andorra und sowas. Also all das, was Westeuropa ist, aber wir arbeiten dann das auch immer nochmal Richtung Osten, Richtung Norden weiter. Also kann ich im Prinzip mit dem Wingman irgendwie ganz ungestört ohne Handy losziehen und muss mir trotzdem keine Gedanken machen, dass ich keine Hilfe rufen kann oder... Genau, also das ist genau so ein Ding. Ne? Also wir haben so drei grundsätzliche Anwendungsprofile mal für uns definiert. Also unabhängig von den Use Cases. Das eine ist, du hast keinen Bock auf ein Handy auf deinem Moped, willst aber die Sicherheit haben und willst vielleicht die Touren aufzeichnen, dann hast du den Wingman halt dabei, dann hast du die Safety-Variante. Und wenn es dein Umfeld, vielleicht deiner Familie, der Mensch, mit dem du in deiner Beziehung bist, wichtig ist zu sehen, wo du bist, dann kann er dich auch live verfolgen. Muss er nicht. Kannst du alles freischalten. Also alles in deinen Daten, du gehst mit deinen Daten um, uns wurscht. Aber dafür hast du den Wingman. Wenn du Bock hast, auch noch zu sehen, wie du live unterwegs bist und navigieren und so weiter, dann nutzt du den Wingman und die App. Wenn du weißt nicht so genau, ob du so viel Geld für so einen Wingman ausgeben willst, ob dir die Sicherheit deines Leib und Leben viel Geld wert ist, dann nutzt du halt erstmal nur die App am Anfang, dann kannst du fast alles machen, du hast ja kein Diebstahl rein, kein Unfallmelder. Und es werden nicht ganz alle Daten aufgezeichnet, die halt der Wingman zur Verfügung steht, so schräg, ja, das macht bei uns der Wingman. Die hast du halt nicht in deinem User-Profil, du kannst ganz normal navigieren, kannst so Gruppennavigation machen, also halt lustige Sachen. Ja, ich glaube, da machen wir nochmal eine separate Folge zur App, oder? Also das klar, das geht mir schon fast leer. Gut, du bist schneller als ich anscheinend. Aber du hast vorhin schon kurz angesprochen, der, also was ich mich jetzt fragen würde, ist so der Einbau. Ich bin sowieso nicht so ein Technik-Freak, ne? Und jetzt bestelle ich mir so einen Wingman und denke mir, was, also irgendwie Campus habe ich schon mal gehört und irgendwie das kriege ich noch hin mit dem reinstecken. Jetzt hast du irgendwas von der Zündungsklemme erzählt und dass es ratsam wäre, dort anzuschließen. Wieso, weshalb, warum? Also grundsätzlich brauchst du keine Raketenwissenschaft mehr, wir fliegen nicht zum Mars, sondern du musst eigentlich dieses Kabel hier verbauen. Das ist das Kabel, das geht an den Wingman. Gibt es aber eine tolle Installationsanleitung, das steckst du einfach in den Wingman rein. So schlimm war das mir noch nicht. Da geht es rein und dann hast du auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal zwei Enden. Zum einen die zwei Enden, die quasi an den Pole von der Batterie gehen. Da schließe ich es typischerweise an, dass der Nachteil ist halt, wenn du es direkt an die Batterie anschließt. Wenn er schläft, braucht er so 5 mA, manchmal auch 6 oder so. Das heißt, meine Batterie ist so 8 Wochen platt. Das heißt, fürs Überwinter nicht geeignet, aber wenn du, ich sag mal, einmal die Woche Moped fährst, dann ist egal. Und der zweite Anschluss ist an den Canvas. Da haben wir jetzt zurzeit nur so einen universellen Stecker. Da könnt ihr bald, wenn wir die einzelnen Motorräder freischalten, den machst du ab. Das ist so ein universeller Stecker. Und da gibt es dann für jeden Motorradtypen individuellen Stecker. Also jeder, der so einen Wingman hat, der kannst du dann auch auf der Webseite informieren. Da gibt es dann so ein kleines Adapterkabel, da kannst du direkt an den Canvas rangehen. Das war's. Okay. Das heißt, und wir haben so ein bisschen Befestigungsmaterial, das siehst du aber auch in diesem Installationsvideo. Machst du das Ding fest? Das dauert 5 Minuten. Und ich brauche keinen Mechaniker oder sonst was, muss ich irgendwie zeigen. Eigentlich nicht. Wer sich nicht zutraut, der kann auch gerne hier vorbeikommen. Wir machen es ja auch gerne rein. Aber ansonsten solltest du es hinbekommen, ja. Cool. Gibt's. Also, das ist mir jetzt schon irgendwie um einiges klarer, was der Wingman, also, wie ich den Einkauf habe und sonst was. Ich meine,
ich mache ja sonst nur Content und Marketing. Gibt es irgendwie noch eine Besonderheit vom Wingman, wo du sagst, okay, das ist so dein Herzensfeature, das ist so dein Lieblingsding oder das findest du am geilsten, da freut es dich am meisten, dass wir das hingekriegt haben oder vielleicht auch was in Zukunft noch mit dem Wingman passiert? Also tatsächlich, ich glaube, dass das Herz, woran ich wirklich hänge, ist, dass wir da echt, wir haben es overengineert, ne? Also was mit diesen offenen Schnittstellen, dass man viele Anwendungen drauflaufen lassen kann. Also worauf ich mich eigentlich freue, ist, wenn wir so ein Ökosystem hinbekommen, wo Leute sagen, geil, ich habe das Prinzip verstanden, ich bin auch so ein bisschen nerdy unterwegs, ich schreibe mir jetzt eine eigene Anwendung gegen den Wingman über unsere API und baue für die, weiß ich nicht, die BMW GS-Fahrer nochmal eine spezielle App, weil ich habe irgendwie zwei Zylinder und da kommt ein besonderes Abgas raus und das muss irgendwie anders eingestellt werden oder so. Und die bauen sich halt ein eigenes Ding damit aus. Das ist nämlich das alles, was damit geht. Also ich glaube, jeder Motorradfahrer ist ein bisschen anders. Du sitzt auf der Straßenmaschine, ich sitze jetzt auf einer Geländemaschine. Du hast ein Cappy auf, ich habe graue Haare. Also das heißt, jeder ist ja wirklich anders und jeder hat wirklich ein anderes Anwendungsprofil. Das heißt, es gibt nicht das Ding, was dir Spaß macht. Sondern es ist ja so, du pickst dir das raus und genau dieses Rosinenpicken wollen wir eigentlich so ein bisschen erlauben. Ja? Und wenn da einer sitzt, der sagt, ich will eine eigene Rosine bauen, dann ja, willkommen. Das heißt also in Whiting, oder sagen wir mal so, der Wunsch für die Zukunft wäre, dass man den Wingman vielleicht nicht nur mit der Whiting-App verwendet, sondern dass der auch noch irgendwie mit anderen Apps verwendbar ist, die von coolen Leuten da draußen irgendwie total werden. Ja, also ich will jetzt nicht so der Rennstrecken-Typ, ne? Jetzt nicht böse nehmen, aber ich fahre auch keine Joghurtbecher. Wahrscheinlich kann ich es einfach nicht. Wahrscheinlich kann ich auch das hier nicht. Aber zumindest fahre ich es und die haben ganz andere Wünsche. Die wollen vielleicht wissen, was passiert auf 45 Grad. Wie wichtig ist die Reifentemperatur? Bei welchen Graden, Plusgraden kriege ich wie viel Schräglage? Mhm. Das kann ich gar nicht. Also das ist etwas, was mich nicht so sehr interessiert. Ja. Und, aber genau das könntest du machen damit. Weißt du, das ist halt geil. Der eine fährt Touren, der andere fährt schnell auf der Rennstrecke, der nächste fährt täglich zum Arbeitsweg vielleicht den kürzesten Weg lang oder so. Und da ist es eigentlich hingehen. So wie so ein Schweizer Taschen, wie so ein kleiner Leatherman. So ein kleiner Leatherman fürs Motorrad. Sozusagen der elektronische Leatherman. Also quasi der Wingman als Leatherman. Ja, zu viele Mans. Und wenn jetzt die Leute da draußen sich irgendwie so uns zuhören und jetzt denken, interessant und cooles Produkt, irgendwie ich will mehr erfahren, wo kriege ich das her? Ich meine, ich habe es bei dir angesprochen, wo ist das eine Adresse? Oder sagen wir mal so, was würdest du denn jetzt jemandem, der das sieht und interessiert daran ist, mehr zu erfahren, vielleicht das Ding sogar mal auszuprobieren, was würdest du ihm sagen? Also erstmal App runterladen. App ausprobieren ist natürlich jetzt auch sehr stark darauf ausgerichtet, dass sie erstmal den Dongle verwaltet, den Wingman verwaltet, dass der halt erstmal alles kann. Wir haben schon ein paar gute kleine Features eingebaut, wie so ein bisschen navigieren, humpen. Aber da soll noch mehr passieren. Das wird jetzt über das Frühjahr alles passieren, diese Features in der App. Reinschnuppern, dann sagen, okay, geil, was kann ich, habe ich, brauche ich Safety, brauche ich nicht. Bestell das Ding bei uns auf der Webseite. Schau dir, wir haben ein paar Berichte von in Zeitschriften, die das jetzt ein bisschen unter die Lupe nehmen, das Ding ausprobieren, mitfahren. Wir haben eine Zufriedenheitsgarantie, 120 Tage bestellen, zurückschicken. Also eigentlich kein Grund, irgendwie nicht mal. Nee. Die Saison fängt jetzt an. Ja. Saison fängt jetzt an. Ja, cool. Ja. Also, ich weiß nicht, hast du sonst noch was zu sagen über den Wingman oder wollen wir einfach gemütlich uns verabschieden und gemütlich irgendwie. Also, wir trinken jetzt das Bierchen noch ganz gemütlich aus, aber das war aber ohne Kamera. Ich glaube, du trinkst noch länger dran. Ich trinke noch länger dran, ja. Also, bis dahin.